Willkommen bei Investor Search Aktienanalysen. In diesem Video geht es um Activision Blizzard. Die machen ganz viele berühmte Computerspiele, die man vielleicht kennt, wie zum Beispiel World of Warcraft. Ja, da sind viele Leute süchtig geworden, galt schon als Krankheit. Gibt es schon seit 10 Jahren, aber aus Business-Sicht ein sehr attraktives Subscription-Modell. Ja, die Leute müssen jeden Monat zahlen, damit sie da online spielen können. Hat allerdings jetzt langsam ein bisschen den Höhepunkt erreicht. Ja, es gibt immer wieder Add-ons, damit die Leute da mitspielen, aber ja, so nach 10 Jahren, die Leute, die halt damals angefangen haben, werden halt auch älter. Dann Call of Duty gehört zu den bestverkauftesten Spielen überhaupt in den USA. Ist, glaube ich, mehrere Jahre in Folge da die Nummer 1 gewesen, an Weihnachten auch das Jahr. Und es ist ein Konsolenspiel, was relativ teuer ist. Ja, es gibt weniger Konkurrenz. Und ist als Ego-Shooter sehr erfolgreich. Ja, da muss man sich Abenteuer machen und Leute umbringen. Seit neuesten gehören aber auch ganz andere Spiele dazu. Activision Blizzard hat King.com gekauft und dazu gehört die berühmte Candy Crush Saga, was wahnsinnig viele Leute auf Facebook und Mobil spielen, gerade auch Frauen. Und auch zum Beispiel Guitar Hero als Konsole oder Social-Spiel ist sehr beliebt. Diese Spiele, wie gesagt, werden entwickelt und halt immer wieder neu rausgebracht. Ähnlich ein bisschen wie bei Filmen, da man hier stark von der Marke profitiert, also ein bisschen so wie Disney. Hier sieht man nochmal die Markenübersicht. Es gehört auch eine sehr erfolgreiche Gruppe von so Actionfiguren dazu, Skylanders. Trotzdem, der Umsatz wächst nicht mehr so stark. Ja, man sieht es hier und hier. Ist natürlich teilweise auch währungsbedingt, aber trotzdem 4% Umsatzwachstum ist jetzt nicht die Welt. Auch immerhin der Gewinn steigt noch stärker, hat aber auch ein bisschen die Gefahr, wenn zum Beispiel viele Filme jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben, wie Candy Crush Saga und World of Warcraft, dass das dann wieder runtergeht, ja, weil das sehr attraktiv war. Die Firma ist aber sehr solide finanziert. Wie gesagt, man hat 5 Milliarden an Cash und nur 4 Milliarden Schulden. Ja, das ist eine Net-Cash-Position. Das ist sicherlich was wert. Und in 2016 plant man mit 1,75 Dollar Gewinn je Aktie. Ob das erreichbar ist, wird sich zeigen. Gibt sicherlich Potenzial auch zur Enttäuschung wegen den eben genannten Punkten. Und im Markt für Computerspiele gibt es auch viel Konkurrenz. Ja. Also früher war es noch sehr normal, auf Konsole, dass man 60, 70 Euro für ein Spiel ausgegeben hat, aber dadurch, dass viele mobile Spiele umsonst sind oder man sich durch so digitale Güter finanziert, ist da die Zahlungsbereitschaft gesunken. Das muss man schon sagen. Und es gibt halt auch viel Konkurrenz, gerade im mobilen Bereich, sei es von großen Publishern wie Electronic Arts, Take-Two, Konami, Sony und Nintendo, aber halt auch viele kleine unabhängige Studios, die ähnlich wie ein Startup sehr kreativ vorgehen können und oft auch eine sehr gute Qualität liefern. Sei das jetzt nicht, vielleicht nicht bei der Grafik, aber ein bisschen von der Story. Allerdings halt nicht den Brand haben, die was Activision und Blizzard in seinem Portfolio aufweisen kann. Die Firma hat lange Zeit zu Vivendi, so einem großen französischen Medienkonzern, gehört und wurde da halt auch ein bisschen vernachlässigt. Ja, das passt nicht so gut zu Großkonzernen, zu Computerspielen. Und dann hat Bobby Kotick einen Großteil des Unternehmens mit einer Investorengruppe zurückgekauft und ist jetzt eigentlich wieder so ein unternehmerischer CEO und hat da auch den Aktienkurs dadurch steigern können, ja, weil er ein paar Sachen verbessert hat. Man sieht es hier, langfristig ist noch länger, allerdings zuletzt ist auch der Trend ein bisschen gebrochen. Wie gesagt, aus fundamentaler Sicht spielt es natürlich keine Rolle. Trotzdem muss man wissen, dass viele Investoren darauf schauen. Und aktuell ist ein faires KGV von 20 auch sehr nah am KGV der letzten 4 Quartale. Das heißt, es wäre eigentlich aktuell eine Halteposition. Ihr müsst halt dann einfach immer schauen, wie ist aktuell das KGV und wenn es über 20 ist, ist es aus fundamentaler Sicht vorsichtig zu sein und wenn es drunter ist, könnt ihr euch überlegen, nach meiner Methode oder ich würde mir jetzt dann überlegen, die Aktie zu kaufen. Weil wie gesagt, die Marken sind sicherlich was wert, ein bisschen ähnlich wie Disney und auch das Vertriebsmodell ist besser geworden als vor 10 Jahren. Ich muss jetzt nicht mehr alles über
Retail-Läden verkaufen. Ich kann auch teilweise Sachen direkt runterladen lassen oder bei Online-Spielen habe ich auch nicht das Kopierproblem. Das ist sicherlich eine Sache, die ein bisschen in die Hände gespielt hat von Activision und Blizzard. Und Blizzard an sich ist eigentlich die Gaming-Schmiede von früher mit der ganzen Warcraft- und Starcraft-Reihe. Da waren einfach die besten Leute und das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so der Fall, aber man profitiert halt immer noch von diesen, sag ich mal, Legacy-Brands, die gerade die Leute, die einfach so vor 10 Jahren angefangen haben zu spielen, noch sehr schätzen. Wie gesagt, in Korea ist das ein Nationalsport. Ja. Also, wie gesagt, wer sich für Gaming interessiert, ist sicherlich eine sehr interessante Aktie auch, da sie den kompletten Markt abdeckt, vom Mobile Gaming bis auch die bewährten Klassiker und kann dadurch auch für jemanden, der ein bisschen viel spielt oder sich auch auskennt, ein langfristiges Investment sein. Tschüss, das war es auch schon von mir und viel Spaß beim Investieren.